Da sind wir beim Künstlerporträt des Radio Kaktus und heute mit dem Lyriker und Schriftsteller Georg Veit. Herr Veit, wären Sie so nett, sich einmal unseren Hörerinnen und Hörern in Ihren eigenen Worten vorzustellen? Mache ich mal im Telegrammstil, wenn es erlaubt ist. Gerne. Also ich war früher an der Schule, habe Geschichte, Latein und Philosophie unterrichtet, bin jetzt Kulturdezernent der Bezirksregierung in Münster. War 5 Jahre Kulturausschussvorsitzender in Coesfeld, schreibe seit ich schreiben kann, veröffentliche seit 1986, bin im VOS, also in dem Verband Deutscher Schriftsteller, seit 1997, 62 Jahre alt, morgens 1,73 groß, abends ein bisschen weniger, bin verheiratet, 3 Kinder, Küche, Bad, sonst noch? Irgendwas? Ist das okay? Ihr Gewicht vielleicht noch in... Ach, irgendwas um die 72, glaube ich. Herr Veit, Sie haben auf jeden Fall eine ordentliche Portion Humor. Sie sind Dichter, als Dichter bekannt geworden und Ihr Gedichtheft Berkel, Selbstgespräche, ist letztes Jahr im Longinus Verlag erschienen. Wer spricht denn dabei wo mit sich selbst? Ja, es spricht die Berkel. Und die Berkel ist ein Fluss, der entspringt in Billerbeck und fließt in die Niederlande, nach Zütphen, in die Eifel. Und er kann nur mit sich selbst sprechen, wie das Flüsse so tun oder flüstern. Es sind also Selbstgespräche und selbstverständlich mit sich selber. Das geht nicht anders. Herr Veit, Der Fluss spricht zunehmend auf Niederländische mit sich selbst. Was hat es damit auf sich? Der Fluss wird zunehmend niederländisch. Hinter Frieden passiert er die Grenze, ohne es zu merken, wie wir Menschen übrigens seit goldenen Zeiten auch. Und er hat ja auf dem Weg in die Niederlande auch ein bisschen Zeit in den letzten 100.000 Jahren gehabt, Niederländisch zu lernen. Das Münsterländer Platt hat auch sprachhistorisch einige Wurzeln, gleiche Wurzeln mit dem Niederländisch, also gewisse Ähnlichkeiten. Also ich denke, man kann voraussetzen, dass er dann irgendwann auch mal Niederländisch kann. Und kommt denn das Selbstgespräch zu einem Ergebnis oder zu einer Schlussfolgerung? Ich weiß gar nicht, ob Gespräche oder Selbstgespräche zu Schlussfolgerungen kommen. Manchmal ja, manchmal nein. Also in dem Gedichtheft Berkel Selbstgespräche changiert das zwischen der Fiktion, dass der Fluss ein anthropomorpher, also sprechender Fluss ist, und dem Aspekt der Biografie von uns Menschen. Das ist klar. Das ist immer auf dem Hintergrund von uns Menschen zu verstehen. Das Ergebnis seiner Selbstrede, also vielleicht, dass er nicht stirbt. Er stellt zum Schluss fest, er stirbt nicht. Obwohl es, wenn man da in Züpften mal ist, mit dieser Einmündung in die Eifel schon eine sehr brutale Sache ist, die dem Tode sehr ähnlich sieht. Das ist so ein Betonsarkophag, aus dem dann die Berkel in die Eifel geleitet wird. Schon eine ziemlich gruselige Sache. Aber er merkt, er kehrt ja als Regen, als Wasser immer wieder. Und er besteht nicht aus einem bestimmten Ausschnitt, der vorübergeht, wie bei uns Menschen das zum Teil zu sein scheint, sondern er besteht, und das bemerkt er, aus einem permanenten Fließen, aus einer Lebenstätigkeit sozusagen. Und das ist vielleicht ein gewisses Ergebnis. Bevor wir jetzt ein Gedicht aus Berkel Selbstgespräche von Ihnen hören, würde mich aber jedoch noch interessieren, wie viel Georg Veit steckt in dem Fluss. Reden wir überhaupt von Berkel oder auch von Anteilen von Georg Veit? Also wir reden zunächst mal sehr viel von Menschen. Und es ist fast eine Banalität. Der Autor kann nur das schreiben, was in seinem Kopf vorher war. Also ist alles das, was ich schreibe, vorher durch mein Gehirn gegangen oder durch mein Herz. Das ist nicht anders zu machen. Und insofern bin ich das. Deshalb ist ja Autor, wenn man das genau übersetzt, der Urheber. Das ist ja ein lateinisches Wort und ich bin derjenige, der schreibt. Ich kann nichts anders schreiben, als in meinem Kopf und Herz sich bewegt. Und insofern bin ich das, ja. Dann sind wir mal gespannt, wie das klingt, wenn Sie die Berkel sind. Ich lese das erste von den 9 Gedichten, wo die Berkel sich zum ersten Mal erfährt als Quelle.
Berkel, Kilometer 111. Und überall quillt es, quillst du, wo der Regen fiel. Du sickerst in Auen, Weihern, Bächen aus. Besinnst dich gern auf die Kindheit im Quartär, wo es kalt war. Mit verwildertem Design schnittest du dich ein ins Land. Statt Klugheit des Nutzens Lükrak. Wie die Furt bei permanenter Geburt. Das Wehr zerstört. Der Schwimmteich-Episode ein Schimmer. Den bist du zu amorph, gehorchst dir nur selbst. Autark zwischen Parkplatz und Steh, Geburt, Geburt. Ja, du willst ziehen, alles sein. Wohin du kamst, woher du mündest, alles. Lasst mich fließen, fließen. Herr Weidt, Sie haben noch viele weitere Gedichtebände veröffentlicht. Gibt es eine bestimmte Thematik, die Sie immer wieder aufgreifen, oder unterscheiden sich die einzelnen Gedichtbände thematisch voneinander? Also zunächst mal, so viele Gedichtbände sind es nicht. Es sind drei Gedichthefte. Wollen wir ehrlich sein, aber es sind sehr viele Gedichte in verschiedenen Anthologien, die veröffentlicht worden sind, und die unterscheiden sich inhaltlich schon. Ein gemeinsames Band, ich versuche, alle konventionellen Klischees zu vermeiden. Und das geht da so in zwei Richtungen, meine ich, von Klischees, die man in zeitgenössischer Lyrik doch sehr häufig findet. Das ist einmal so ein nihilistischer Ansatz und auf der anderen so ein lebensweisheitlicher Ansatz, so eine Lyrik, die dann doch sehr schnell so auch langweilig und kalendertextmäßig wird. Also das versuche ich zu vermeiden und ich hoffe, dass mir das gelingt. Das ist so das gemeinsame Band, und das andere ist die Form, aber da können wir vielleicht dann noch mal genauer drüber reden, denn das ist mir auch sehr wichtig. Folgen Ihre Gedichte einem strengen Schema oder sind sie völlig frei angelegt? Also zunächst, ich reime ungerne. Ich mag aber sehr sprachliche und klangliche Rhythmen. Und vielleicht ist das eine Folge meiner Beziehung zur lateinischen Literatur, die sehr rhythmisch war. Da kommt ja aus dem Griechischen das Wort Lyrik, das hat etwas mit Musik zu tun. Und ich mag sehr meinen kleinen, dicken Dichterfreund Horaz. Mitunter ist mir die zeitgenössische Lyrik zu formlos. Und ich bin mal etwas intolerant. Ich sage auch, mir geht manchmal auf den Wecker diese unmusikalische Parlando-Mode. Einfach so kalenderspruchmäßig irgendwelche Sätze aneinander zu reihen, die sich nach irgendwas anhören. Das mag ich nicht so gerne. Ich bin also eher ein Fan von Lyrik, wo man so fein gesponnene und auch bewusst geformte Sprache spürt, auch musikalisch spürt, klanglich spürt. Gut, das ist meine Art der Lyrik. Gut. Herr Weidt, neben Ihren Gedichten haben Sie auch Romane geschrieben. Was für eine Verbindung gibt es zwischen Ihren Gedichten und Ihrer Prosa? Also inhaltlich kaum. Lyrik ist ein anderes Genre als Prosa. In der Prosa erzählt man im Allgemeinen eine Geschichte. In der Lyrik geht es für mich jedenfalls mehr um Augenblicke. Also ich schreibe keine Balladen zum Beispiel. Also viele Autoren sind ja als Wanderer zwischen den Welten Lyrik und Prosa unterwegs, und ich entdecke selten da irgendwelche Gemeinsamkeiten inhaltlicher Art. Das ist schon eine andere Geschichte. Vielleicht ist die Gemeinsamkeit zwischen beiden eher was Methodisches. Lyrik ist so ein Laborraum für Sprache. Und Beobachtung, Bemühungen, Umgehen mit Sprache lerne ich an Lyrik und brauche das natürlich dringend bei Prosa. Also man könnte sagen, Lyrik ist auch nicht nur, aber auch in Bezug auf Prosa zu sehen als eine Art Maschinenraum.
ja, ein Maschinenraum vielleicht. Aber inhaltlich gibt es wenig Berührungspunkte. Letztes Jahr ist Ihr neuer Roman Schwedings Handhabung der Wolken im Elsinor Verlag erschienen. Die Hauptfigur Schweding sucht nach Sicherheit. Er will das menschliche Leben von seiner Unberechenbarkeit befreien. Wie geht Schweding die Sache an? Er scheint ja ziemlich, der scheint ja schon ziemlich skurriler, uriger Typ zu sein. Also skurril ist er. Und er ist eigentlich ein bisschen arm dran. Weil er ein Außenseiter ist, jedenfalls in seinen jüngeren Jahren. Und er ist auch lange Zeit recht allein. Er hat die Unsicherheiten in seinem Leben als beängstigend empfinden müssen. Und er erlebt auch seine Gabe der Hellseherei, im Münsterland sagt man der Spökenkikerei, ebenso als beängstigend. Also experimentiert er dann mit einer Methode der Zukunftssicherung, indem er in die Zukunft schauen kann, denkt er, er kann die Zukunft sichern. Mit Hilfe paranormaler Techniken, die er dann immer mehr ausfeilt, zu einer wissenschaftlichen Methode macht. Und das ist natürlich sehr skurril, sehr grotesk, zum Teil sehr strange. Aber es scheint zunächst jedenfalls zu funktionieren. Also es gibt Menschen, die sich mal mehr oder mal weniger nach der inneren Sicherheit sehnen. Zumal die Geschehnisse in der Welt und im eigenen Leben zunehmend ja, unvorhersehbarer werden. Was kann denn der Leser von Schweding lernen? Also zunächst ist das ein Roman und kein therapeutisches Lehrwerk. Also so muss man das auch lesen. Was ein Leser lernt, vielleicht, ich hoffe, bei Wolkenbeschreibung kann man was lernen, bei Natur- und Menschenbeobachtung kann man was lernen. Man kann eigentlich mit jedem Dialog was lernen und jeder Szene. Aber das bleibt dem Einzelnen überlassen. Vielleicht zeigt der Titel so ein bisschen eine Richtung, in der man sagen könnte, da ist was zu lernen. Es heißt ja Schwedings Handhabung der Wolken. Und die Wolken stehen als Metapher für das Leben. Also kann ich das Leben handhaben? Da antworten die vernünftigen und älter und weise gewordenen Menschen mit einem klaren Nein. Handhaben im Sinne von sicherer Planung, Handhabung, wie ich einen Gegenstand handhabe, das funktioniert nicht, das ist zum Scheitern verurteilt. Und das ist das, was man wohl lernen kann, was auch Schweding lernt. Ich will jetzt nicht das Ende des Romans vorwegnehmen, aber das wäre vielleicht so ein Weg, den man mit dem Schweding mitgehen kann. Also über dieses Skurrile und Paranormale, Übersinnliches, dieses Setting hinaus kann man das vielleicht mitnehmen. Aber Romane sind eben keine Fach- und keine Lehrbücher. Herr Veit, bekannt wurden Sie hauptsächlich durch Ihre Münsterland-Krimis mit dem Fahnder Peter Paul Fühl, genannt Peper, die im Wachsmann-Verlag erschienen sind. Wie ist Ihre Figur Peper so gestrickt und ist er ein Profi-Ermittler? Nee, er ist kein Profi-Ermittler, er ist Studienrat und zwar Chemielehrer. Und er will eigentlich seine Ruhe haben, deshalb übrigens der Name Pfühl. Also er schlittert aber immer wieder in diese unangenehmen Teile einer angenehmen Wohlstandswelt hinein, was er nicht will. Er ist ein Alt-68er, der resigniert hat, zynisch geworden ist und ja in seinem letzten Fall der Reihe auch ein wenig depressiv wird. Herr Veit, Ihre Krimis tragen Titel wie Münsterland-Mafia, Hahnenkampf, Mörderwahl und Münsterland-Blitze. Um welche Fälle drehen sich Pepers Ermittlungen? Gibt es da einen roten Faden? In den ersten vier Teilen tritt er, also der Peper, in einem Trio auf, ist Ich-Erzähler. Diese Teile beginnen alle mit dem Klingeln an seiner Haustür, die ihn aus seiner Ruhe reißt und endet in einem zerstörerischen Showdown. So sind die aufgebaut. Und das gibt's also dieser Showdown, den gibt's auch im letzten Teil.
Aber der letzte Teil ist im Setting in der Tat etwas verändert. Im roten Faden, Peter Paul Pfühl liebt rote Tomaten, er liebt seinen roten Roadster und er mochte auch politisch mal die Farbe Rot. Also insofern roter Faden. Und die Fälle spielen, Sie haben das ja vorgelesen, im Münsterland. Und drehen sich um allgemein gesellschaftspolitische Themen, aber auch um stadtgesellschaftliche Themen, also aus dem Münsterland durchaus. Das ist vielleicht der rote Faden und natürlich diese Gestalt des zynischen Pepa, ja. Jetzt mal den roten Faden weggelassen. Ja. Ändert sich denn Pepa im Laufe jedes Krimis? Also in den ersten vier Teilen ändert er sich kaum. Er wird ein bisschen älter, aber nicht wesentlich. Aber im letzten Teil ereilt ihn einen Schicksalsschlag. Ich erzähle mal nicht zu viel. Und das verändert sein Leben radikal. Sie schreiben sehr viel. Und das auch noch in verschiedenen Genres. Woher nehmen Sie Ihre ganzen Ideen dazu? Was inspiriert Sie zum Schreiben? Ja, ich habe das gerade schon gesagt, also die Ideen wohnen und können nur wohnen im Kopf und im Herzen und kommen da aus der Wirklichkeit, aus mir selbst, woher, weiß man nicht, das ist mal so eine eigene Vorstellung, woher kommen überhaupt Bilder, Ideen, Szenen, warum gewichtig so und warum anders, also aus einer Wirklichkeit, aber auch aus der biografischen Wirklichkeit, aus einem Leben. Da kommen die Ideen her und die Inspiration kommt eben, wann sie will. Man kann einiges vorbereiten, um mehr Inspiration zu bekommen. Manche stehen ja auf Rotwein, wie man weiß. Manche setzen sich lieber in die Dünen. Also im Augenblick ist mein beruflicher Alltag ein bisschen eng und da bleiben sie auch häufiger leider weg. Das ist so. Das ist in letzter Zeit häufiger so und was nicht ganz so schlimm ist, weil ich nicht vom Schreiben leben muss. Sonst wäre es sehr kritisch. Also zwei Jobs nebenher zu machen, das ist immer schwierig. Aber Notizen mache ich trotzdem dauernd und habe mein Büchlein dabei und plane, formuliere und halte so meine Inspirationen fest und hoffe, dass ich dann mal dazu komme, das dann in Ruhe auszuformulieren. Aber wie steuern Sie denn diese Prozesse des Autorenseins? Weil Sie engagieren sich ehrenamtlich derart viel in Coesfeld, dass Sie zum Beispiel 2013 den Ehrenamtspreis der Stadt Coesfeld verliehen bekommen haben. Zudem sind Sie seit 2014 Kulturdezernent der Bezirksregierung Münster. Wie? Und dann schreiben Sie nebenbei, machen sich Notizen. Und wann ist es dann soweit, dass Sie sich hinsetzen und da entsteht ein Werk? Also manche gehen so von einem Schreibritual aus, das habe ich nicht, das lässt mein Job einfach nicht zu. Also eine bestimmte Uhrzeit, ganz bestimmte Dinge, die ich dann plane, das funktioniert in meinem Alltag leider nicht. Und vielleicht erzählen sehr viele Autoren davon, dass eben der Lebensalltag mitunter nicht inspirierend ist, in dem Sinne, dass man den Ruheraum hat, in Ruhe etwas zu formulieren. Also jedenfalls ist es bei mir so. Vielleicht wird es besser, wenn ich in den Ruhestand gehe. Mal schauen. Dann habe ich sicherlich die Möglichkeit, auch so einen Rhythmus, einen inneren Rhythmus zu entwickeln. Aber ich fürchte, das alles sind auch mitunter schöne Mythen um das Künstlerleben herum. Und sehr viele Künstler, auch in der bildenden Kunst, Schauspieler, Musiker und so weiter, die nicht hauptberuflich als Künstler arbeiten, haben dieses Problem, dass der Alltag in einer modernen Welt schon sehr bedrängend und einengend ist. Also man muss sich da schon kümmern, dass man Freiräume findet. Aber für die Inspiration, wenn sie kommt, wie gesagt, mein Taschenbuch, das oder mein Tagebuch, das, wie Kempowski einmal gesagt hat, die Sparbüchse des Dichters ist. Auf was können die Leserinnen und Leser als nächstes gespannt sein? Schreiben Sie schon an einem neuen Werk oder sind Sie demnächst irgendwo in einer Lesung live zu erleben?
Lesung für das Jahr 2018 basteln wir gerade dran. Also Ort und Zeit kann ich Ihnen noch nicht sagen. Aber das kann man auf der Homepage des Elsinor Verlages, in dem ja auch Schwedings Handhabung der Wolken und auch Berke Selbstgespräche, Longinus ist ein Unterlabel von Elsinor, erschienen sind. Also da muss ich Sie ein bisschen vertrösten. Was ich als Nächstes schreiben werde, es gibt sehr viele Pläne, aber ich werde jetzt erstmal mich um Schweding kümmern. Ist eben ein armer, skurriler Mensch, um den man sich kümmern muss. Also das wird dieses Jahr für mich ausfüllen und im Übrigen, wie gesagt, die Sparbüchse des Dichters werde ich dann bedienen. Aber ich habe Projekte, aber damit werde ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit lassen und ich denke, die nächste Veröffentlichung wird vielleicht dann 2019 sein können. Aber alles das muss auch wachsen können in Ruhe und das ist nicht so wie einfach einen Stein auf den anderen zu setzen, das kann man timen, das ist eben ein Prozess, den man auch abwarten muss. Herr Veit, wo kann man Sie denn stalken, um sich up to date zu halten, wann Sie wo Sie sind, was Sie schreiben, was herauskommt? Also stalken geht gar nicht, weil ich mich mit Zähnen und Fingernägeln zu wehren weiß. Also das würde ich keinem raten. Da bin ich bärbeißig. Also bitte nicht. Benutzen Sie lieber Google oder so eine Maschine. Das ist zwar, das ist dann wohl einfacher, wenn auch nicht das Sicherste, wie wir wissen. Sie können auch bei Wikipedia nachgucken. Es gibt eine sehr gute Literaturplattform, die ich hier auch empfehlen kann. Das ist nrwliteraturimnetz.de. Also ich wiederhole, nrwliteraturimnetz.de. Da kann man seriöse Informationen über Autoren bekommen, auch Ausschnitte aus ihren Werken. Und mir fällt gerade ein, ich muss die mal aktualisieren. Herr Veit, ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die Vorstellung von Schweding unter anderem. Da haben Sie uns ja in verschiedene Welten hineingeführt. Alles Gute wünschen wir Ihnen. Danke.